Millionen lasen die weltbekannten Bücher und ewig singen die Wälder und das Erbe von Bjørndalen. Millionen sahen den Film und ewig singen die Wälder. Und Millionen erwarten den Film, das Erbe von Bjørndalen. Unvergesslich ist der alte Dack in seiner Herrschsucht. Kein Mensch schneidet ein Bjørndalen den Weg ab! Tore hätte das gewusst! Wird der junge Dack Macht und Ansehen seines Vaters erreichen? Ihr schuldet die Pacht seit einem halben Jahr. Ich kann es euch nicht länger stunden und ich will es auch nicht. Der Film Das Erbe von Bjørndalen zeigt nicht nur den weiteren Schicksalsweg der Bjørndaler, er macht uns auch mit neuen Figuren des großen Romanes bekannt. Tante Elo, eine Verwandte von Adelheid, kommt nach Borgland und nimmt das Schicksal seiner Bewohner in die Hand. Es ist ja noch nicht alles so, wie es sein sollte. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie sich hier wohlfühlen wird. Oh, ich fühle mich schon wie zu Hause. Danke. Barbara, ein Waisenkind, bringt Liebe in das Leben eines alten Mannes. Es tut mir leid, mein Kind. Du wirst gern mit Dag zusammengeblieben, hm? Nein, Onkel Gall. Ich habe ein paar Blumen für Lorenz in den Fluss geworfen. Lorenz, ein Freund von Major Barre. Onkel Barre, es gibt Kaffee und Kuchen. Gunvor, eine Magd, stiftet Unruhe auf Bjørndalen. Ich schicke dich nicht weg. Aber die Frau, wenn es die Frau erfährt. Sie braucht es nicht zu wissen. Das Erbe von Bjørndalen beschwört neue Konflikte herauf. Ein neues Geschlecht wächst heran und geht seine eigenen Wege. Nils kann ich gleich nach Hause bringen. Nicht nötig, sie bleibt zum Essen hier. Mein lieber Junge, ich möchte... Einstweilen bestimme ich noch. In der herrlichen Landschaft von Norwegen erfüllt sich das Schicksal einer Familie. Die großartige Natur dieses Landes formt und bestimmt das Leben der Menschen. Das Erbe von Bjørndalen. Ein unvergessliches Buch, ein unvergesslicher Film. Mit Joachim Hansen, Maybrit Nilsson, Brigitte Hornei, Hans Nielsen, Ellen Schwiers, Karl Lange, Hans Christian Blech, Traute Jesserer, Michael Hinz. Ein Wiener Mundusfilm der deutschen Filmhansa. Regie Gustav Utschitzki.